Head-Up-Display im voll integrierten Wohnmobil. Wir haben hier einmal das neue Pioneer-System mit einem, ja, ich sag mal, fahrerfreundlichen Head-Up-System, wo wir auf die Tachohutze natürlich unsere Fahrzeugangaben wie km/h, Navigationspfeile und sowas alles in digitaler Sicht auf einem kleinen durchsichtigen Fenster sehen. Herzlich willkommen, ich bin der Michael aus dem Werk 45 und ich darf euch heute zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal begrüßen. Vorab, wenn euch dieser Kanal gefällt, einmal liken, einmal teilen. Wir freuen uns natürlich immer über neue Follower und natürlich auch dann, dass ihr Bescheid wisst, wenn wir neue Videos für euch machen, dass ihr immer auf dem Laufenden seid. Ja, wie schon gesagt, wir haben hier einen Bürstner Ixeo in 7,50 Meter Länge und das Fahrzeug hat von uns einmal die komplette neue Head Unit von Pioneer bekommen, das SPH Evo 950, dann als HU für Head-Up oder HUD vielmehr für Head-Up-Display. Wir haben hier im Fahrzeug auf der mittleren Stelle von der Tachohutze haben wir hier ein Head-Up-Display verbaut. Das ist ein Kombipaket von Pioneer und ich zeige euch gleich einfach mal, wie das aussieht. Und gerade auch für Brillenträger und alles das, was auch im Dunkeln ist, ist es natürlich sehr angenehm, weil wir natürlich die digitale km/h-Zahl einmal bei uns in dem Display haben. Ja. Ich nehme euch einfach mal mit dem Fahrzeug. Ich zeige auch noch die Wohnraumlautsprecher von Pioneer, die STX 080, die wir hier verbaut haben, für einen schönen Soundklang in dem Wohnmobil, dass wir da auch natürlich von allen Seiten eine vernünftige Akustik und natürlich auch ein vernünftiges Klangergebnis in dem Fahrzeug haben. Seid gespannt, ich nehme euch mit und zeige euch mal das, was wir in diesem Fahrzeug wieder für den Kunden hier verbaut haben. Ja, einmal im Fahrzeug angekommen, wie ihr kennt, das Evo 950 von Pioneer als SPH-Serie natürlich. Wir haben es hier so verbaut, dass wir hier natürlich auch das Display einmal verwenden können oder verdrehen können, dass wir keine Probleme mit der Sonneneinstrahlung haben. Wir haben hier beim voll integrierten Wohnmobil natürlich nicht das Problem so hoch wie bei einem teilintegrierten, weil wir ja da viel, viel näher an der Frontscheibe sind. Aber wir haben hier natürlich auch die Möglichkeit, durch die Stellung des Displays, dass es bedienerfreundlich ist und das Gerät natürlich auch nicht so weit weg ist. Ja, wir haben hier einmal auf der Hutze das Head-Up-Display gesetzt, wie ihr seht. Wir haben hier natürlich dann die digitale km/h-Zahl drin, Navigationseinheiten bzw. die Navigationspfeile zeigt er einmal an. Und das können wir hier natürlich alles sehen. Wir haben hier verbaut, einmal. Die Einbauposition ist natürlich nicht ganz so toll, aber haben hier natürlich die alten Einbaupositionen übernommen, weil hier schon Lautsprecher vorhanden waren. Pioneer Z-Serie. Und zwar ist das die TSZ65CH. Soll ich euch einfach mal, so sehen sie aus. Absolute Premium-Lautsprecher. Wir haben sie einmal hier auf der Beifahrerseite verbaut. Die Hochtöner dementsprechend natürlich im Armaturenbrett einmal. Und wie ihr seht, einmal auf der Fahrerseite. Ja, das Licht lässt es zu. Einmal hier vernünftig eingebaut, dass wir da auch eine gewisse Räumlichkeit in dem Fahrzeug erzeugen können. Der zweite Hochtöner ist hier vorne. Wir haben natürlich den großen Vorteil, wir können, wie ihr seht, die Hochtöner ausrichten. Ja, die können wir einmal zum Fahrer ausrichten oder auch nicht oder wegrichten, je nachdem wie es ist. Aber es sieht ja hier eigentlich auch noch in diesem Fall ganz gut und schön aus. Also da haben wir schon mal echt einen großen Vorteil gegenüber den Lautsprechern, die wir hier vorher verbaut hatten. Ja, einmal Pioneer. Hier ist einmal die Karte drin mit den ganzen QR-Codes und die Freischaltung für natürlich Pro-Mobil, die Navigation, die das SPH Evo anbietet. Da haben wir ja schon einige Videos zu gemacht natürlich. Und das ist dann halt das komplette Bundle, dass wir nicht nur die Apple CarPlay Android Auto Oberfläche nutzen können. Wir haben dann halt sogar eine eigene, ich sag mal, Camper-Navigation auf dem Radio. Weiter geht's. Pioneer STX 080 Aufbaulautsprecher. Wie ihr seht, haben wir diese natürlich einmal hier im Wohnraumbereich verbaut und haben da dementsprechend eine vernünftige Position gefunden, dass wir auch, wenn wir morgens sitzen und frühstücken, eine ganz, ganz tolle Akustik in diesem Fahrzeug haben. Weiter geht es auf der anderen Seite. Wir können die Lautsprecher natürlich drehen, wir können sie verwenden, wie wir wollen. Aber wir haben hier natürlich die Einbauposition so verbaut, dass wir hier natürlich, wenn wir uns gegenüber sitzen, dementsprechend eine vernünftige Klangakustik erzeugen können in diesem Fahrzeug. Ja, was wir nicht vergessen dürfen an diesem Fahrzeug, eine Antenne auf dem Dach.
Wir haben hier noch einmal eine Dachantenne verbaut. Der ganze Hersteller ist die Firma Bad Blankenburg Antennentechnik. Jeder, der ein bisschen auf Qualität steht, weiß natürlich, was die Firma an Qualität mit sich bringt. Wir haben hier einmal die Antenne für DAB, für GPS und natürlich auch für den FM-Bereich vom Radio, wo wir hier gewährleisten können, dass wir keine Probleme mehr mit schlechten DAB-Empfang haben. Ja, hier noch einmal ein kurzes Fazit. Dachantenne Bad Blankenburg verbaut. Pioneer SPH Evo 950 als Radioeinheit in Verbindung mit dem Head-Up-Display. Dann einmal Lautsprecherpaket von Pioneer TS65CH als Türlautsprecher bzw. als Frontlautsprecher in dem voll integrierten Fahrzeug. Head-Up-Display natürlich für die digitale kmh-Zahl, Navigationsanzeige, alles oben in dem separaten Display. Fahrzeugisolierung natürlich, wie ihr es von uns kennt, haben wir hier an dem Fahrzeug auch noch verbaut bzw. verklebt, dass wir hier natürlich auch den Soundeffekt vernünftig im Vordergrund haben. Das war mal wieder ein kleiner Auftrag, wo wir gesagt haben, Zehneck raus, vernünftig Pioneer rein, so wie sich das gehört. DAB-Empfang ist gewährleistet, Radioklang ist gewährleistet, vernünftig und wir haben natürlich noch eine coole Optik, das ist ganz, ganz wichtig. Und nicht zu vergessen natürlich auch die Bedienerfreundlichkeit des Radios, weil das Display ja viel, viel weiter zum Fahrer nach vorne steht und dementsprechend wir nicht mehr den langen Arm machen müssen. Ja. Und wer für das Ganze noch den Drehknopf haben will, separates Video von uns, habt ihr gesehen, für das 950 können wir mittlerweile auch den Drehknopf für laut und leise liefern, aber jeder, der eine Lenkradfernbedienung hat, dafür ist es ja eigentlich dann auch recht uninteressant. So, das war es ja auch schon wieder von uns aus dem Werk 45 in Gelsenkirchen. Ihr habt Fragen zu Radio, Navigation, Antennentechnik. Ihr wollt eine besondere Fahrzeugisolierung haben. Ihr möchtet Lautsprecher haben für dieses Fahrzeug oder für eure Fahrzeuge vielmehr. Alles gar kein Problem. Wie gesagt, würden wir uns freuen natürlich, wenn ihr ein Like da lässt, einen Daumen. Vielleicht auch ein kurzes Kommentar, was euch an diesem Video gefallen hat, was wir verbessern können natürlich, immer pro und contra. Und wir sagen an dieser Stelle wieder vielen lieben Dank für eure Zeit und freuen uns auf das nächste Video mit euch gemeinsam zusammen. Bis dahin, der Michael aus dem Werk 45. So, das war es ja auch schon wieder von uns aus dem Werk 45 in Gelsenkirchen. Ihr habt Fragen zu Radio, Navigation, Antennentechnik. Ihr wollt eine besondere Fahrzeugisolierung haben, ihr möchtet Lautsprecher haben für dieses Fahrzeug oder für eure Fahrzeuge vielmehr, alles gar kein Problem. Wie gesagt, würden wir uns freuen natürlich, wenn ihr ein Like da lässt, einen Daumen, vielleicht auch ein kurzes Kommentar, was euch an diesem Video gefallen hat, was wir verbessern können natürlich, immer pro und contra. Und wir sagen an dieser Stelle wieder vielen lieben Dank für eure Zeit und freuen uns auf das nächste Video mit euch gemeinsam zusammen. Bis dahin, der Michael aus dem Werk 45.